Ja, das ist sehr schön, an so einem historischen Ort zu sitzen. Und ich hoffe, wir können heute wenigstens ein bisschen zur Erhellung des Themas beitragen. Es ist nicht ganz einfach. Es ist ja nicht so, dass nicht wenig darüber diskutiert wird. Es ist ja nicht so, dass nicht aufgeregt darüber diskutiert wird. Und es ist ja nicht so, dass nicht genug Gesprächspartner sagen, ich weiß, worum es geht und ich weiß, was wir machen sollen. Ich glaube, der Letzte, der jetzt ganz genau weiß, wie er es macht, die FDP, AfD halbieren, ist der Herr Merz. Wenn wir alle Aktien kaufen für die Rente, ist die Sache schon erledigt. Ja? Also fangen Sie schon an. Dann geht die Sache ganz von allein. Ja? Der Mann der Hochfinanz ist schon an seinem Platz und zündelt die ersten Dinge. Ja, wir haben nicht allzu viel Zeit. Also wir, wie so oft bei solchen Veranstaltungen, haben wir ein bisschen später angefangen. Dafür müssen wir uns hier ein bisschen knapper halten. Es gibt einen ersten Teil, 35, 40 Minuten, wo wir uns hier versuchen, ein bisschen eine Struktur in das Thema zu bekommen. Und es gibt einen zweiten Teil, wo Sie natürlich aufgefordert sind, sich daran zu beteiligen. Damit Sie in die Kamera mal kommen, da müssen Sie höchstwahrscheinlich eins der Mikrofone an der Seite nehmen, sich vorstellen und dann die Frage stellen oder vielleicht uns beschimpfen oder was auch immer, was Ihnen da gerade einfällt. Heutzutage wird man schnell beschimpft. Ja? Selbst an der Kasse von Aldi wird ständig rumgeranzt, ob nun die auf ist oder nicht auf ist, ob genug Leute da sind und was auch immer. Früher hätte man von Berlin bisher in der Schlange gestanden bei Aldi, wenn er einen gegeben hätte. Aber inzwischen ist man auch ganz anders unterwegs. So, okay, das Thema. Man kann sich dem von vielen Richtungen nähern. Wir sind hier in Gotha, eigene Geschichte dazu. Die Ergebnisse hingen ja hier gerade an der Wand bei der letzten Wahl. Wir können 20 Kilometer weitergehen nach Erfurt, Höckestadt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal schon mal auf so einer Demonstration war und dort sich das angesehen hat, in Erfurt. Sie kommen aus Sachsen, da brauchen Sie keine Nachhilfe in Thüringen. Fast jede Stadt an dieser Perlenkette der A4 hat inzwischen eine Geschichte. Chemnitz, Dresden, Bautzen, alle wie sie sind. Und alle Geschichten sind nicht sehr schön. Trotzdem fange ich mal fast im Universum ganz weit weg an. Wir haben inzwischen in Italien eine Regierung, da sitzt ein starker Minister, der höchstwahrscheinlich die Regierung dominiert, der sagt, ach Mussolini, Faschismus, so schlimm war das doch alles gar nicht. Da gab es auch gute Sachen. Also so kennen wir das hier auch von dem Autobahnbau. Ja? Wer sich damit richtig beschäftigt, weiß auch, was das war. Wir haben nebenan eine Regierung, ja, deren Regierungspartner, der wichtigste höchstwahrscheinlich, einen Gründungsvater hat, der gerne mal bei SS-Verbänden mit dabei war und geredet hat und schwadroniert hat. Wir haben auch, muss man sagen, in Amerika einen Präsidenten, der Loma Locker sagt, ja, wenn da zu viele kommen, können wir ja schießen. Immerhin in Deutschland hat man eine Dame von der AfD, die das behauptet hat, ja wenigstens gerügt und in die Schranken gewiesen. Das scheint in Amerika gar nicht mehr der Fall zu sein. Was ich sagen möchte, Deutschland ist ein Spätzünder, wie so oft im Leben. Oder haben wir noch Zeit vielleicht sogar. Bei uns passiert ja vieles von dem noch nicht. Wir hätten ja eigentlich die Möglichkeit, aus der Erfahrung der anderen zu lernen, Herr Richter, und vielleicht sogar klüger zu sein. Nützen wir diese Gelegenheit? Haben wir die Zeit noch? Ja, ich bin ja von Natur aus Optimist und sehe in jeder Krise, da sind wir schon zu zweit. Sehe oder zu dritt oder wahrscheinlich viele, die im Raum hier deswegen ja gekommen sind. Ich sehe in jeder Krise auch immer eine Chance, aber es wird knapp. Also ich komme nun aus Sachsen, Sie haben freundlicherweise darauf hingewiesen. Also Sie kriegen jederzeit bei uns hier Asyl. Dankeschön. Mal sehen, wer zuerst
Das will ich glaube schon Einreiseverbot in Dresden habe ich schon, habe ich das Gefühl. Also aber Chemnitz konnte ich noch frei fahren, ja, kürzlich. Wir haben gut lachen. Ich kenne Menschen aus der jüdischen Gemeinde in Dresden, die mir gesagt haben, dass sie eigentlich die Koffer wieder schon mal rausgeholt haben. Ich habe Freunde in der Nähe von Leipzig, wo ich wohne, die sagen, ach, vor ein paar Jahren hätten wir noch überlegt, uns ein Häuschen zu kaufen hier bei euch in Sachsen. Das ist jetzt vorbei. Das heißt, das sind ja imaginierte Ängste, aber vielleicht sind es also ernsthafte Ängste. Ich bleibe Optimist, in der Krise liegt eine Chance, aber es wird knapp. Die Landtagswahlen stehen in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg nächstes Jahr vor der Tür. In Sachsen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD maßgeblich beteiligt sein wird an der Regierungsbildung. Sie will definitiv, das sagt sie bei jeder Gelegenheit. Also verstehe ich Sie recht, Sie gehen davon aus, es gibt eine Koalition CDU und CDU-Juniorpartner. Offiziell wird das von Seiten der CDU natürlich weit von sich gewiesen. Ich habe jetzt gerade einen Wahlkampf in Meißen hinter mir, vielleicht haben Sie es wahrgenommen. Ich wollte als Oberbürgermeister, das habe ich schon auf der zweiten Ebene erlebt, dass es, was die Zusammenarbeit zwischen der AfD und den Kranken der CDU vor Ort betraf, keinerlei Hemmungen gab. Das heißt, da passte manchmal kein Blatt dazwischen. Das heißt, die Wahrheiten vor der Wahl sind oft andere als nach der Wahl. Und nun stecken wir ja in einem Dilemma. Also ich bin hierher gekommen, um zu sagen, ich will einmal das Wort Dilemma nennen. Denn die Demokratie basiert auf dem Prinzip der Integration aller. Da kommen wir ja nicht raus. Und wenn jetzt die Feinde der Demokratie, nennen wir sie mal so, Populisten scheint mir mittlerweile schon ein sehr euphemistischer Begriff zu sein, wenn die Feinde der Demokratie sich demokratisch verhalten, das heißt sich innerhalb dieser demokratischen Ordnung verhalten, kommen wir notgedrungen in ein Dilemma, weil wir wollen sie nicht, wir können sie nicht ausgrenzen, wir müssen uns von ihnen abgrenzen, wir müssen sie um der Demokratie wegen bekämpfen. Sie tun das aber mit demokratischen Mitteln und dort liegt die Sinnspitze unserer Debatte, die ich gerne führen möchte, die aber nun zugespitzt geführt werden muss, weil die Gefahr so groß ist, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Danke sehr. Nach rechts die Frage, sind wir wirklich gezwungen, jetzt auf Menschen einzugehen, die Lügenpresse schreien, die Volksverräter schreien, die sich sehr aggressiv gebärden, auch am Rande von Veranstaltungen natürlich auch handgreiflich werden, auch überhaupt gar kein Problem haben, gemeinsam in Chemnitz unter einer Fahne zu stehen. Sehr unterschiedliche Leute, die einen behaupten, sie seien Demokraten, die anderen ganz offen Neofaschisten oder was auch immer sie dazu sagen. Herr Feustel, ist das für uns wirklich das Gebot der Stunde? Wenn ich die alte Bundesrepublik so noch in Erinnerung habe, ich habe sie natürlich im Gegensatz zu den Dresdner aus dem Westfernsehen wenigstens kennengelernt, der hessische Rundfunk, Onkel Otto damals war sehr schön, später dann NDR, da hat man einfach Menschen, die NPD gewählt haben oder Republikaner gewählt, einfach abgestoßen. Ich habe gesagt, nee, du, wenn du mein Nachbar bist, entweder du machst es nicht oder du bist nicht sozusagen jemand, mit dem ich mich unterhalte. Das hat mal eine ganz klare Kante gezogen, hat auch immer wieder dazu geführt, dass diese ganzen Dinge auch in reichen Regionen, Baden-Württemberg, wieder zusammengeklappt sind. Im Osten erleben wir das Gegenteil. Da stehen sie in Chemnitz und sagen, ich habe davon nichts gesehen, dass da jemand einen Hitlergruß gezeigt hat, dass da jemand das gemacht hat. Ich bin Lehrerin, ich bin Krankenschwester, ich bin das, ich bin Mitte der Gesellschaft und ich verstehe nicht, warum ihr mich jetzt so schlecht macht. Haben wir noch die Chance, diesen aktiven Kern zu erreichen oder müssen wir uns wirklich auf eine schwere Auseinandersetzung? Da sind ja verschiedene Thesen dann. Ja, ich würde da auch gegenhalten. Ne? Wir kennen uns ja schon ein Stück und wir wissen ja auch, dass wir an der Stelle... Sie schlagen sich hier nicht über mich. Wir haben das schon mal sozusagen in Ansätzen ausgetragen, den Dissens, der vielleicht auch gar kein so großer Dissens ist. Ich würde nicht zustimmen, dass wir das in Demokratie immer alle integrieren muss. Da würde ich, der Begriff Integration ist schwierig. Das ist eine lustige Kiste, weil der kommt von Integrare, von Erneuern, Auffrischen. Ich weiß nicht genau, ob Pegida die Demokratie auffrischen kann. Sie sind Wissenschaftler, passen Sie auf, nicht zu sehr ins Detail. Nee, das ist nur sozusagen eine Randnotiz dazu. Sonst, wenn wir die lateinischen Ursprüche von Integrieren noch kennen, dann okay.
Worauf Herr Richter anspielt, ist der Umstand, und da bin ich, glaube ich, da sind wir, glaube ich, dann auch einer Meinung, dass es in einem demokratischen Verfahren keine Möglichkeit gibt, Leute einfach grundsätzlich auszusperren. Das heißt, wir müssen sie mittun lassen, das heißt aber nicht, wir müssen sie integrieren. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe aus meiner Sicht. Und das Problem der Demokratie an sich ist ja, dass sie unstet und unsicher ist, sonst wäre sie keine Demokratie. Derrida hat das mal den Geburtsfehler der Demokratie genannt, den man leider nicht bereinigen kann, weil sie immer offen dafür ist, dass die Feinde der Demokratie sie übernehmen und sie aushöhlen oder abschaffen. Das Risiko geht eine Demokratie immer ein, egal wie sie gestrickt ist, auch eine unperfekte, es gibt eh keine perfekte, aber so wie die bundesdeutsche repräsentative Demokratie, das Risiko muss man in Kauf nehmen und muss andere Mittel finden, das klein zu halten und es irgendwie an den Rand zu drängen. Ich bin aber gar nicht überzeugt davon, also Integration, um auf den Begriff nochmal zurückzukommen, ich bin sogar an manchen Stellen für eine ganz klassische Ausgrenzung. Wie Sie es gerade gesagt haben, die NPD-Leute wurden auch mal ausgegrenzt. Egal wie ich es rechne, wir kümmern uns Alltag hier und an allen Stellen immer um 10-20% der deutschen Bevölkerung. Die haben eine unglaubliche Aufmerksamkeit mit den immer gleichen Themen. Wir reproduzieren immer die gleichen Themen. Ja, der Sommer war ja ein typischer Fall dafür. Ja, also diese ständige, permanente, die brauchen gar keinen Wahlkampf zu betreiben. Die müssen nichts tun. Die brauchen nicht finanzieren an dieser Stelle. Wir machen es ja alle für sie mit. Das geht natürlich an viele, es geht an politische Akteure, an mediale Akteure, das hat ganz viele Adressen, an die man das schicken muss. Aber das war jetzt wunderschön zu sehen. Alice Weidel gerät unter Druck, weil sie eine Spendenaffäre am Hacken hat. Und dann fangen die an, in Kombination mit den Österreichern und ein paar anderen Leuten, den Migrationspakt aufzutischen. Und bingo, haben sie wieder das Große losgezogen und das mediale Spektakel auf ihre Seite gezogen, können wieder den bösen Fremden inszenieren und davon herrlich ablenken, dass es andere Themen gibt. Und an solchen konkreten Stellen bin ich ganz stark dafür, die überhaupt nicht zu integrieren, sie einfach medial und im Kommunikationsakt auszugrenzen. Ist ein Höcke integrierbar in die Gesellschaft? Ich sage es jetzt mal so ganz salopp. Das ist der nächste Punkt. Also Höcke, ja, man spricht im Interview von Bürgerkrieg. Ja. Was integrieren wir da? Da gibt es auch nichts mehr zu integrieren, weil man muss sich auch da nochmal genau anschauen, was die meinen, wenn sie Demokratie sagen. Sie sagen immer Demokratie, das ist einfach, das macht es geschickt, das macht sie anknüpfungsfähig an den normalen medialen Diskurs. Aber eigentlich meinen sie das, was Weber mal die plebiszitäre Führerdemokratie genannt hat. Die meinen eigentlich, der Führer brüllt von der Bühne eine These und das Volk sekundiert, stimmt dem Ganzen mit großem Gejohle zu. Pegida macht das jeden Montag vor, wie das abläuft. Und das ist dann der unmittelbare Volkswille, den der Führer ausfüllt. Das ist deren Demokratieverständnis kurz gefasst. Und dafür kann ich wenig Integrationsleistung aufbringen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe wankelmütiger Leute mit Problemen und Sorgen. Das ist völlig richtig. Da muss man auch ins Gespräch kommen. Aber ich würde die These ein bisschen einschränken wollen, dass wir alle integrieren müssen. Herr Richter, dann komme ich noch mal zu Ihnen und der Frage integrieren nicht. Warum immer wieder der Osten mit den extremen Ausfällen und leben in Dresden die Entrechteten dieser Welt? Vielleicht noch ein Satz zur Integration. Ich habe eine formalrechtliche Integration gemeint und keine politische. Nicht? Also damit wir das mal abhaken. Ja, okay. Können. Also Sie sagen, wir dürfen Sie nicht ins Lager sperren. Nein, das dürfen wir nicht. Klar. Und selbst dort würden Sie unsere Mitmenschen, unsere Mitbürger und Grundrechtsträger bleiben. Also das, nur das will ich sagen. Also in einer Gesellschaft, in der selbst Straffällige mit Resozialisierungsprogrammen ausgestattet werden, weil das der Philosophie unserer Gesellschaft entspricht. Was die Wähler der AfD nicht so gut finden. Dass die das so ist behandelt werden. Es möge auch schon deshalb so bleiben, dass die AfD niemals etwas zu bestimmen hat in diesem im Land. Aber ich glaube, an der Stelle haben wir uns verständigt. Politische Bekämpfung ist die Aufgabe der Stunde. Warum der Osten? Darüber werden dicke Bücher geschrieben. Und meine These heißt, also erstens, ich wehre mich gegen den Vorwurf des Sachsen-Bashings, weil das braucht nicht gebasht werden, dieses Land. Das Sachsenland hat per se ein Problem. Das heißt, der Thüringen vielleicht auch, aber ich sitze nur halt mal als Sachse heute hier. Alle Indikatoren, die anschlagen, wenn es um rechtsextremistische Einstellungen betrifft, auch Verhaltensmuster betrifft, schlagen in Sachsen besonders hoch an. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, warum ist das da in diesem Lande und im Osten insbesondere eben besonders ausgeprägt. Da brauchen wir auch die Westdeutschen nicht dafür, um uns das zu erklären, das müssen wir selber machen. So, warum? Meine These heißt zunächst, Monokausalitäten sind nicht hilfreich. Alle einzelnen Phänomene, fast alle, die wir im Osten entdecken wir anderswo auf dieser Welt auch. Im Osten macht es die Summe verschiedener Problemlagen. Wenn man das addiert und sich sozusagen mal alles übereinander stellt, dann kommt man in die Nähe eines Verständnisses dafür, warum
diese Dinge im Osten so erfolgreich sind. Sie sind natürlich auch erfolgreich, weil bewusst in den Osten investiert worden ist, nicht nur von Ostdeutschen, auch von Westdeutschen. NPD beispielsweise hat sich da in Sachsen sehr gut umgeschaut und geschaut, wo man da Platz finden kann. Nicht, aber auch das soll kein Entschuldigungsgrund sein. Autoritäre Denk- und Verhaltensmuster ist so ein Stichwort, das ich gerne in den Mund nehme, um erstmal zu etikettieren und zu sagen, warum ist das so? Die Sachsen, das heißt, das Nachwirken der Vergangenheit in dem Fall. Also das ist die Geschichte, Stalinismus oder was auch immer da vorher noch schon da war. Oder das meinen Sie damit, oder? Also offene demokratische Gesellschaft, Pluralität, Liberalität haben im Osten keine Wurzeln geschlagen. Vielleicht darf man entschuldigend fragen, wann hätten Sie denn Wurzeln schlagen sollen? Also in der DDR waren Leipzig und Ost-Berlin, vielleicht noch ein bisschen Rostock, die einzigen offenen Städte. Ansonsten war das eine geschlossene Gesellschaft. Da war sozusagen mit Liberalität und Pluralität nichts. Und das sitzt natürlich nach wie vor tief in den kulturellen Mustern des Ostens. Wir können auch weiter zurückgehen. Aber 30 Jahre später in der Bundesrepublik, in der alten, war doch die Situation, wenn ich die 70er Jahre nehme, eine sehr liberale, entspannte. Die 68er hatten gerade mal das Fenster aufgemacht, es kam frischer Wind rein. Was hier reinkommt, kommt irgend so ein brauner Pampe im Osten. Eine Frage oder? Das war Frage, also einfach ein Replik dazu jetzt. Also sagen wir, sind wir wirklich jetzt in der Analyse derer im Osten, eines Teils zumindest, Großteil wählt ja nach wie vor vernünftig, aber ein Teil zunehmend nicht vernünftig. Sind wir in der Analyse dessen, dass die wirklich jetzt Gründe haben, das zu tun, wirklich vorangekommen? Ja, sie finden dort auf jeden Fall irgendetwas, was ihnen bei den etablierten demokratischen Parteien nicht gegeben wird. Also irgendetwas treibt sie dorthin und das muss doch unsere Frage sein. Ja? Also ich will Ihrer Frage nicht ausweichen. Ich sehe diese autoritären Denk- und Verhaltensmuster. Die haben ihre Ursachen. Für mich, wenn ich hinschaue, sehe ich erstens das Alleinstellungsmerkmal, was offenbar nachwirkt. Die Emanzipation, die Befreiung, nennen wir sie summarisch-friedliche Revolution in Mittelosteuropa, ging überall einher mit der Wiedergewinnung der nationalen Souveränität. Der Osten Deutschlands ist die einzige Region, die diesen Emanzipationsprozess durchgemacht hat unter Preisgabe der Eigenstaatlichkeit. Und der Folgen der Preisgabe der Eigenstaatlichkeit, die Überschichtung der ostdeutschen Gesellschaft ist ja nun tunlichst gut untersucht. Also 70-80% der Funktionseliten in allen wichtigen Bereichen sind Menschen, die aus Westdeutschland gekommen sind. Das perpetuiert sich. Das war in den 90er Jahren auch schon manchmal schlimm, aber da war es noch allgemein akzeptiert. Es ist weiter. Es hat sich perpetuiert. Die Aneignungsdefizite haben auch damit zu tun. Ich sehe noch einen zweiten Punkt, der mir zunehmend sehr entscheidend scheint. Nämlich der Verlust der sozialen Mitte, die der Osten erlitten hat. Wir haben es zu tun mit einem Bevölkerungsschwund, der praktisch anhält seit 1945. Man könnte sogar die Zeit vorher noch nehmen. Und uns sind natürlich im Osten, wer ist uns verloren gegangen? Junge, Engagierte, politisch Interessierte. Die soziale Mitte schrumpft überall in Deutschland und Europa. Im Osten ist sie besonders schmal. Das habe ich jetzt in Meißen auch erlebt, wenn wir immer die Zivilgesellschaft aufrufen, die müsste doch jetzt endlich mal aufwachen und sich wehren gegen die Rechtsextremisten, dann schaue ich mal in so einer Stadt wie Meißen hin und sage, wo ist denn diese Zivilgesellschaft, wo sind die denn? Ja, die sind eben, das entschuldigt nichts, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich versuche rauszubekommen, warum der Osten so viel mehr anfälliger ist als der Westen. Wir machen mal einen Schnitt, Herr Feustel, Sie haben das große Glück des Lebens, Sie sind in Dresden sogar geboren. Und leben heute aber in Leipzig. Es sind zwei verschiedene Welten, wie ich sie wahrnehme. Also Dresden ist eine Stadt der Untertanen. Dem fehlt praktisch vorne dran jemand, der mit Witz und Humor oder was auch immer das Sächsische davon zelebriert und dann sonst sagt, halt die Klappe. Die Leipziger sind ganz anders. Ja, auch in der ganzen Auseinandersetzung spielen die eine ganz andere Rolle. Auf so kurzem Raum so unterschiedliche Lebenserfahrungen. Denn in Leipzig hat es begonnen, nicht in Dresden. Wer den Leipziger Osten von früher kennt, ich war Student zu dieser Zeit in den 70er Jahren in Leipzig, ich kenne noch die Bruchbuden. Warum? Es in Leipzig angefangen hat, nicht in Berlin, wo man vieles hingetragen hat und das ein bisschen kaschiert hat. In Leipzig hat man nichts mehr kaschiert, es sei denn zur Messe. Nicht alle waren Prostituierte bei der Messe und haben dort vielleicht einen Glimmer miterlebt oder was auch immer. Das heißt also, es ist verständlich, warum Leipzig der Punkt war, wo das so, sagen wir, rausgebrochen ist damals. Aber Dresden? Ich glaube, die haben 6% Arbeitslosigkeit im Land drumherum, gar nichts. Was sollen denn da die Gelsenkirchner und die Oberhauser sagen? Die haben dreifache Arbeitslosigkeit und das schon 20 Jahre länger als die.
und keine Perspektive. In Dresden sind inzwischen, ich glaube, ist die Stadt mit den meisten Goldkuppeln von ganz Deutschland. Ja, ich würde mal sagen, so ganz pauschal gerechnet, ich kenne keine andere Stadt, Freiburg, da unten sind reich, aber die machen kein Gold draus. Ja. In Dresden haben sie gleich mit Gold gekleckert, da oben drüber. Warum denn Dresden? Warum geht es denen so schlecht? Warum sind die diejenigen, die Pegida, AfD, alle Dinge nach vorne treiben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Klar, es hat ganz viel mit... Ich dachte, Sie kommen aus Dresden und wissen genau die Antwort. Das hat viel mit einer Stadtgeschichte zu tun, mit dem Untertanenkult sozusagen in der Residenzstadt. Mit, was Herr Richter schon völlig zu Recht angemerkt hat... Residenzstadt, müssen Sie ganz vorsichtig sagen, die Guter vermarkten sowas auch. Ja, mit der Kontinuität eines völkischen Denkens, was sich über 45, über die DDR hinweg fast bruchlos erhalten hat. Das hat damit zu tun, dass sozusagen die CDU-Regierung als im Prinzip auch die Strukturen des Ostens fast eins zu eins übernommen hat, letztlich mit einer Art autoritären Regierungsstil. Das merkt man heute noch mal in Dresden in Ministerien unterwegs ist. Das ist ganz anders als in anderen Ministerien. Da gibt es so ein Ich glaube, Kurt Biedenkopf will zurückkehren und seine Dresdner heilen oder da so. Gibt's so ein, ja? Da gibt es so ein... Ingrid, ja gut. Das ist noch da gibt es tatsächlich so einen Untertanengeist, der ist schon sehr eigenwillig. Dresden hat noch eine ganz, finde ich, ganz auffällige Besonderheit. Es ist sozusagen auch im kulturellen Gedächtnis, im Rahmen von Erinnerungskultur, eigentlich seit 45 die Opferstadt schlechthin. Ob das jetzt stimmt oder nicht, müssen wir gar nicht diskutieren. Ich bin ein großer Kritiker dieser ganzen These. Ich finde das alles ziemlich Käse, weil Dresden ist keine unschuldige Stadt gewesen, 45, wie immer behauptet. Ja. Aber es wird sozusagen eigentlich von Goebbels noch angefangen als die unschuldige Stadt, die von den bösen Westmächten kaputt gebombt wurde. Weniger als Köln letztlich, aber im Erinnerungsgedächtnis ist es ganz anders verankert. Das heißt, mich wundert es nicht, dass sozusagen die Wiederauferstehung des völkischen deutschnationalen Getues gerade in Dresden seinen Anfang nimmt, weil Dresden mit der Frauenkirche so ein symbolträchtiger Ort ist, wie es kein anderer sein kann. Dann gibt es diese Anekdote am Rande, dieses wunderbare Missverständnis, die Frauenkirche eins zu eins wieder aufzubauen. Das ist auch erinnerungspolitisch eine Frechheit, weil das sozusagen direkt zurückführt, so wie es früher mal war, statt dass man die Kiste wieder aufbaut und was anderes macht, also eine Verbindung herstellt, das Alt und Neu und irgendwie sozusagen Dresden in die Moderne führt, baut man die Stein für Stein wieder auf, wie sie mal war, als wäre nichts gewesen. Und das passt, ist für mich sozusagen das beste Symbol dieser Stadt auf zurück auf vor 33 am besten. Jetzt muss ich mich wehren. Also das würde ein Weimarer nie tun. Der würde, wenn Dresden, Erfurt geschimpft wird, würde ein Gotha auch niemals sagen, richtig, es gibt immer einen Richtigen. Ja, Sie versuchen jetzt Dresden zu verteidigen. Ich bin jetzt ja hierher gekommen, um ein bisschen ein Gefühl für Gotha zu entwickeln. Also was hier so... wabert, aber ich darf entschuldigend sagen, dass mein Hauptwohnsitz in Markkleeberg bei Leipzig ist. Ja. Aber ich habe natürlich die meiste Zeit meines Lebens in Dresden oder in der näheren Umgebung von Dresden mich aufgehalten und habe dort gelebt. Und Herr Feustel, Sie haben nicht Unrecht. Und ich gehörte zu denen, die einen ganz anderen Wiederaufbau der Frauenkirche postuliert haben. Weil mir klar war, dass dort sozusagen nicht etwas Neues aufgebaut wird, sondern etwas Wichtiges zerstört wird, nämlich die Erinnerung daran, was diese Kirche in den 47 Jahren dazwischen bedeutet hat. Und sie hat der Trümmerberg hat eine größere spirituelle Ausstrahlungskraft gehabt auf die Dresdner als das, was jetzt wieder aufgebaut worden ist. Ich kenne ihn als Kind, ja. Das war beeindruckend. Ja, ich bin ja Theologe, das wissen Sie, dort gab es eine Gemeinde ohne Taufschein, dort gab es eine Idee von Widerständigkeit, dort hat sich auch in Dresden das entwickelt, was wir dann später die friedliche Revolution nennen, das heißt, das hat es alles auch in Dresden gegeben. Die Kulturkritiker sagen, es ist die deutsche Kulturstadt mit dem höchsten Tellerrand. Das heißt, die Dresdner kommen schon über ihren Tellerrand, aber sie brauchen eigentlich da nicht drüber. Und wenn, dann kommen sie sehr spät da drüber. Ist alles so schön, ist alles so heile, diese Welt. Nicht? Und die wollen wir auch wieder haben. Und wenn ihr von außen kommt, dann dürft ihr schon kommen, ihr dürft aber auch wieder gehen. Wir brauchen euch eigentlich nicht. Diese Selbstbezogenheit, das ist auch ein Stück Ethnozentrismus. Das ist das Wort, was Vorländer da sagt. Das steckt tief drin. Meine These heißt, steile These, dünnes Eis, irgendwo quer durch Deutschland, längst durch Deutschland, geht eine unsichtbare Grenze zwischen Ost- und Westeuropa. Und je östlicher ich im Osten Deutschlands komme, desto mehr komme ich in Regionen, die diese Liberalisierungs-, Pluralisierung und auch Amerikanisierungswellen, die der Westen erlebt hat, nicht mitgemacht haben. Leipzig gehört da definitiv nicht dazu.
Sie ticken kulturell, historisch, politisch ein wenig so wie Polen, ein wenig so wie Ungarn. Ich wollte gerade sagen, man hätte sich mit Polen vereinigen sollen. Ja, wir überlegen gerade. Das haben die schon mal versucht. Ja, ja, das war ja also, unter ihrem heißt, König. Aber wenn wir eine Sekunde lang dieses Thema ohne Schaum vor dem Mund diskutieren könnten und einfach mal schauen, dass Regionen, gerade dieser Freistaat Sachsen mit seiner Kohärenz, mit seiner topografischen, geografischen, historischen Kohärenz, kein Bindestrichland, Königreich, alles immer schön beieinander, dass solche Regionen halt ihre eigenen historischen, kulturellen Prägungen haben, ob uns die erstmal gefallen oder nicht. Sie sind da. Und jetzt muss dieses wiedervereinigte Deutschland begreifen, dass es an der östlichen Seite Landsmannschaften hat, die kulturell anders ticken. Das ist gefährlich. Ich will nichts entschuldigen. Ich will auch keine Entwarnung geben. Aber es muss den Schweiß der Edlen jetzt wert sein, intensiv zu diskutieren, politisch aktiv zu diskutieren, wie wir diese Gesellschaft, die nach rechts außen abzudriften droht, in die Liberalität und Pluralität unserer Demokratie reinholen. Und die holen wir nicht dadurch rein, dass wir sie ausgrenzen, dass wir sie heißt, schon mal noch von uns aus noch rausschieben, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir sie, jetzt bleibe ich mal formal, demokratisch integrieren. Das ist die Aufgabe. Woher die große Zahl der Mitläufer im Osten gerade? Es sind ja Mitläufer wieder mal geschichtlich, nicht mehr und nicht weniger. Ich vermute mal da ab dem Domplatz oder in Chemnitz oder wo auch immer, sind ja wirklich viele dabei, die selbst erstmal sich als ganz normal empfinden und sicherlich auch keine, sagen wir jetzt, radikale These in der Küche ständig vertreten, sondern einfach jetzt dabei sind. Wohin, wo kommen die Mitläufer wieder her? Schon wieder. Ja, ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Das eine ist schon die Langlebigkeit eines deutsch-nationalen Narrativs, einer Erzählung von Deutschland als tolle Nation und als wir sind irgendwie eine homogene deutsche Gruppe, die gab es nie, historisch gab es die nie, die wird es nie geben, das ist ein Phantasma, das aber sozusagen als Identitätskonstrukt immer wirkt und dem man sich relativ schnell anschließen kann. Die andere Dimension ist komplizierter, das ist sozusagen die ganze Frustration, die ganze Wut, die schwer zu erklären ist manchmal, wir hatten es im Vorgespräch schon kurz so ein bisschen irre. Ich widerspreche mal ganz einfach, also so gut wirtschaftlich ging es doch dem Osten noch nie im Leben, der ganzen Generation, wie sie ist, nicht allen. Das ist ein Thema, die soziale Spaltung der Gesellschaft. Das würde ich ja verstehen. Das würde aber ganz andere Reaktionen doch des Publikums und der Mitläufer eigentlich provozieren. Das heißt, wenn ich weiß, ich komme in die Altersarmut, weil ich eine Biografie habe, ABM, einmal ABM, zweimal ABM, einmal Hilfsarbeiter, das, und am Ende ist nichts auf dem Rentenzettel drauf, dann gehe ich doch zu jemandem, der sagt, pass mal auf, ich kümmere mich drum. Ich schaue zu, dass du das nicht in Aktien anlegst, was du nicht hast. Ja, sondern ich versuche, dir zu helfen. Das interessiert dir doch überhaupt gar nicht. Das heißt, sie wählen eine Partei, zu einem Viertel inzwischen, die überhaupt nichts, die gibt es ja offen zu, die hat ja gar kein Alterskonzept und kein Rentenkonzept. Das heißt, woher diese Irrationalität? Oder sind die Ostdeutschen irrationeller als die Westdeutschen? Ich darf mal einen Vorschlag machen. Wir können das ökonomisch diskutieren, da haben Sie natürlich recht. Im Vergleich mit der deutschen Geschichte ging es auch den Menschen in Ostdeutschland noch nie so gut wie heute, im Durchschnitt. Man muss genau hinschauen, nicht allen geht es gut. Also die Pauschalisierung dieses Satzes ist auch ein Riesenproblem. Aber lassen wir es mal so als Arbeitshypothese stehen. Wenn wir das ökonomisch diskutieren, kommen wir ganz schwer auf die Wurzeln. Es gibt einen Orientierungsnotstand in Deutschland. Diese Gesellschaft weiß nicht mehr wohin. Ich bleibe mal eher auf dieser ja, eher geisteswissenschaftlichen Ebene, die mir natürlich irgendwo näher liegt. Damit will ich die andere nicht ausblenden. Es gibt ein zweites Alleinstellungsmerkmal des Ostens Deutschlands. Es ist die säkularste Region Europas. Nirgendwo in Europa. Tschechien ist mehr. Ja. Aber dann hört es schon auf. Da müssen wir schon nach Nordkorea gehen, um ähnliche Zahlen zu finden. Nirgendwo in Europa sagen so viele Menschen, dass sie mit Religion nichts am Hut haben. Aber auch gar nichts. Das macht nichts. Das ist keine Bewertung. Die sind religionsfern. Die sind keine Atheisten, sondern religionsfern. Max Weber hat gesagt, die Ostdeutschen sind religiös unmusikalisch. Also das ist doch schon mal eine Aussage. Das hat er in den 20er Jahren gesagt. Er ist selbst ein Erfurter, das heißt also, er hat gewusst, wovon er redet. Der Marxismus-Leninismus war funktionsuntüchtig, um irgendetwas zu organisieren. Weder Staat, Gesellschaft noch Ökonomie. Das hat am Ende jeder gemerkt, das funktioniert nicht. Aber er war eine Weltanschauung mit Religionsersatzcharakter. Der hatte einiges zu bieten. Er hatte eine Ordnung im Kopf, die man bekam. Man hatte einen Platz in dieser Ordnung. Man hatte ein Zugehörigkeitsgefühl.
Man hatte Ideale, die erreichte man nicht, wie das oft bei Idealen ist, aber die waren nicht schlecht. Und es gab sozusagen eine Verheißung, dass es immer besser wird, und zwar ein Mythos, wie der Westen auch seinen Mythos hatte. Im Zusammenhang mit der Berliner Mauer funktionierte das. Das hat nämlich Schutz vor globalen Bedrohungen verheißen und dann auch eine ganze Zeit lang sogar erfüllt. Vermeintlich natürlich erfüllt. Die DDR brauchte ein Jahr lang, bis sie weg war. Der Marxismus-Leninismus war in einem Monat weg, wenn Sie sich noch erinnern. Da wurden die Lehrstühle abgewickelt, da wurde das Fach Staatsbürgerkunde abgeschafft. Das brauchen wir alles jetzt nicht mehr, das ist in die Tonne. In die Tonne. Ich habe mich damals schon gefragt, was kommt, um in diese, also ganz ohne Orientierungswissen lebt kein Mensch. Also was kommt hinein in diese Orientierungslücke, nennen wir sie mal so? Zwei sind gekommen. Der erste war der Neoliberalismus, das bot sich an, das war damals permanent unterwegs in der ganzen Welt. Das heißt, jetzt streng du dich mal als Einzelner an, du bist ja geblieben. Ja, zurückdrängen. Die Ärmel hochkrempeln und die Ellenbogen raus und jetzt streng dich weniger an. Weniger Polizisten, weniger Lehrer, weniger das, weniger das, weniger das. Staat zurück. Ja. Ja, und der zweite, der kam, weil der erste, der Neoliberalismus, wieder tiefe Enttäuschungen, Kränkungen, Demütigungen und so weiter erzeugt hat. Der zweite, der kam mit dem Versprechen Anerkennung, Wertschätzung, Zugehörigkeit. Das, was ein Mensch braucht, jenseits des Ökonomischen. Anerkennung, Wertschätzung, Zugehörigkeit, Nationalismus. Du bist wertvoll, weil du ein Deutscher bist. Das klingt banal und greifen Sie es von mir aus auch an, lassen Sie es uns diskutieren. Aber in manchen Schichten, prekären Geschichten der ostdeutschen Bevölkerung, speziell sozusagen, wenn ich in Männlichkeitsstrukturen hineingehe, Hooligan-Szenen mir das anschaue, hat das eine Überzeugungskraft. Und das müssen Sie erstmal aushebeln. Und das hebeln Sie nämlich nicht mit akademischen Kursen, Diskursen aus, sondern das sitzt auf einer vorpolitischen Ebene und die ist lange Zeit im Osten, also insbesondere warum, in Sachsen, nicht bearbeitet. Warum hat man im Osten keine Angst davor, sich mit Hooligans irgendwelchen Truppen dazu paaren, sage ich mal, was eigentlich im Westen so nicht üblich war und auch heute noch nicht üblich ist? Warum ist die Scheu, tatsächlich in eine Richtung zu gehen? Wir haben ja in Dresden, in diesem schönen Elbtal Richtung Tschechien, 11-15% NPD-Wählerstimmen gehabt. Das ist für Deutschland ja auch sehr ungewöhnlich in dieser Konzentration. Die sind jetzt alle bei der AfD höchstwahrscheinlich. Aber warum ist die Scheu einfach verhunden nicht da? Also ich muss kurz einschieben, Herr Richter, ich war sehr selten so Ihrer Meinung wie bei der Aussage gerade eben, dass sozusagen auf der spirituellen Ebene, könnte man es nennen, auf der gesellschaftlichen Integrationsebene. Bin ich alleine, der Gegenspieler. Nee, ich merke schon. Also das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich sind wir als Opponenten eingeladen, aber an dem Punkt möchte ich das voll... Nur Verlass auf den Moderator. Okay. An der Stelle möchte ich das voll unterstützen, weil die atheistische Position faktisch eine unmögliche ist und der Agnostiker ist selten und dann muss es die Nation lösen. Das führt also die Nation als Integrationskraft, als Selbstwertgefühl, wir starken Weißen, das ist auch rassistisch aufgeladen, ist es im deutschen Nationalismus immer. Das ist nicht überall so, das ist in Deutschland sehr speziell, da sind andere Länder ein bisschen anders, aber Nationalismus ist nie eine gute Variante. Das führt aber ein Stück weit auch zu Ihrer Frage, die Allianzen sozusagen zwischen dem geneigten Bürger in Chemnitz und dem Hooligan in Chemnitz ist genau die nationale Integrationskraft. Und wir erleben ja seit 3 Jahren so eine Art kollektive Angstpsychose mit der vermeintlichen Grenzöffnung. Das muss man immer mal sagen. 2015 hat niemand irgendeine Grenze geöffnet. Das setzt sich ja mittlerweile durch alle Parteien durch, diese Erzählung von der Grenzöffnung und der bösen Merkel. Man kann von Merkel halten, was man will. Und es ist wirklich bitter, dass ich mittlerweile, ich halte mich für den Linken, als Verteidiger Merkels. Man kommt in komische Situationen. Ich bin ständig, wir hatten auch so ein paar Artikel, da gab es dann immer, ihr verteidigt Merkel. Ich dachte, boah, ich jetzt? Ernsthaft? Ja. Das ist wirklich eine harte Beleidigung, aber es passiert dann. Die gab es nicht. Und seither hat sich sozusagen so ein Angstszenario hochgeschaukelt aus vielen sozioökonomischen Gründen, aus unsicheren Zukunftserwartungen. Wir haben ja Neoliberalismus, ist schon gefallen mit all seinen Details. Der steckt ja in einer riesengroßen Krise, kippt langsam in das, was man Oligarchie nennt, die Herrschaft des Reichtums. Er verliert die Integrationskraft. Da spielen ein Haufen Dinge eine Rolle. Das Nationale sozusagen, was nie weg war, kommt von unten durch. Und in Chemnitz steht man halt nebeneinander, weil wir sind ja Deutsche, wir haben einen gemeinsamen großen Feind, der ist der Fremde, der ist immer dann besonders günstig, wenn er eigentlich gar nicht da ist. In Dresden ist das auch massiv der Fall, der Anteil muslimischer Menschen in Trotzdem Chemnitz muss ich hier 0,1%. Kurz zur Ernüchterung beitragen. Also Österreich ist nun wirklich kein großes Land mehr, das war mal groß. Es hatte auch viele, viele Territorien, die heute noch geprägt sind. Wir brauchen nur nach Lemberg zu fahren oder irgendwo. Es gibt immer noch Gegenden, wo du sagst, wunderst dich nach wie vielen
Generationen immer noch ein Bezug da ist. Also das Land ist doch geschrumpft in jeder Hinsicht, aber die Themen hatten sie viel früher schon, abgesehen davon, dass sie natürlich keinen Anteil daran hatten, was im Dritten Reich passiert ist, das wissen wir von Ihnen. Und Beethoven, ein Wiener war ja und nicht, der andere war unser. So, das heißt also, können wir eigentlich lernen daraus? Die haben das ja nun fast 2 Jahrzehnte hin und her geschoben. Wir haben zugeschaut und haben gesagt, ach, die Ösis, ach, haben so wieder alles vergeigt, ja, das ist ja nicht mal demokratiefähig, richtig, ja, also so. Sind wir in der Lage, aus den Fehlern der anderen zu lernen? Denn die Struktur dessen, was da passiert ist, ist ja ähnlich, auch in Italien, nicht anders. Selbst Donald Trump mit seiner ganzen Bewegung für den alten weisen Mann, ich gehöre höchstwahrscheinlich inzwischen auch schon dazu, also insofern, man traut sich gar nicht in den Spiegel zu schauen frühmorgens, ist er das, ja, renitent, unsinnredend und wie auch immer, ja. Das scheint ja doch ein Bacillus zu sein, der weitergeht, ja. Die Russen haben sich auch eine autoritäre Form von heutigen Leben gewählt. Wird im Osten sehr verstanden, dass das so schön ist mit Autoritären. Da dürfte Pegida in Russland nicht auftreten, das wissen die noch nicht. Ja. Ich will nur sagen, sind wir da wirklich allein in dieser Analyse und warum können wir nicht aus den Fehlern der anderen richtig was lernen? Darf ich da kurz? Also wir lernen tatsächlich nur sehr langsam oder gar nicht aus Fehlern. Das würde ich an zwei Stellschrauben beobachten. Das eine ist das. Jetzt sagt uns das der Wissenschaftler, das ist ja wirklich traurig. Das eine, naja, die Wissenschaft, da gibt es schon genug Beiträge, da hört noch keiner drauf. Die sind meistens zu kompliziert formuliert und viel zu lang. Und das Wissenschaftler sind nicht besonders gut drin, PR-taugliche Texte zu verfassen, das mal so am Rande. Aber zwei Seiten. Das eine ist sozusagen, seit 2015 regiert ein mediales Spiel, das, wir hatten das auch im Vorgespräch, die AfD hält ein kleines Stöckchen hin, alle springen drüber. Und sie bestimmt, ohne viel machen zu müssen, permanent die Agenda und inszeniert damit sozusagen eine politische Kultur, die sich in erster Linie am bösen Anderen, am Ausländer, am Flüchtling abarbeitet. Egal wie die Welt da draußen wirklich ist, ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt und dass es keine Probleme gab, das ist offensichtlich, aber die Dimension von Problemen, die inszeniert wird, die findet einfach nicht statt, die gibt es da draußen nicht. Gibt es in Dresden nicht, gibt es auch in westdeutschen Städten nicht. Und dennoch gibt es so einen Spin, den alle bedienen. Ich habe auch mit vielen Journalisten zu tun, mit der Taz, mit dem Spiegel, mit den Leuten, die jetzt mittlerweile ganz langsam anfangen zu begreifen, dass sie nicht jedes Mal, wenn die AfD irgendeinen Begriff in die Runde wirft, der wieder irgendeine Frechheit ist, irgendeine Zuspitzung, irgendeine rhetorische Gewalttat, dass sie den aufgreifen und zack, über die Medien streuen, bis es alle mitbekommen haben. Das müssen sie einfach nicht machen. Der zweite Punkt ist ein sozioökonomischer. Auch das ist seit 20 Jahren mittlerweile auch in der Wissenschaft, auch in der Wirtschaftswissenschaft bei den vernünftigen Leuten, da gibt es auch ein paar Spinner, ist das auch ums Eck gekommen, dass die neoliberalen Verhältnisse, der Rückzug des Staates riesengroße Probleme produziert. Und das ist eine Ähnlichkeit Österreich, USA, Deutschland. Überall haben wir einen ganz auffälligen Zentrum-Peripherie-Gegensatz. Ich will nicht sagen Stadt-Land, das stimmt so nicht ganz. Ich bin ja an der Uni Jena in der Soziologie. Das heißt, Stadt-Land ist es nicht ganz, aber Zentrum-Peripherie. In den USA ist es ganz deutlich das Overfly-Land, das Flyover-Land. Also da, wo Leute von der Ostküste zur Westküste nur drüber fliegen. Oder der sogenannte Rust Belt, Detroit, die Ecke, wo sozusagen früher Industrie war. In den Küstenregionen gibt es große Metropolen, die sind hochdynamisch, die sind sehr international, das sind die ganzen IT-Firmen. Wir haben auch in Deutschland einen Haufen Zentren, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Köln. Und dann haben wir Regionen, die sind einfach sozioökonomisch und in der Folge dessen, würde ich sagen, auch kulturell abgehängt. Das ist im Osten nochmal speziell, aber im Westen gibt es das auch. Wir haben auch abgehängte Städte, weil Dresden ist sozusagen eigentlich dann nicht mehr urban. Das ist eine Anhäufung von Häusern, die aber wenig Urbanität hat, zumindest in manchen Ecken. Wenn Urbanität sozusagen Dynamik bedeutet, städtische Dynamik, die auch kulturgeschichtlich immer vorgefunden wurde, dann ist Dresden weniger urban als Jena zum Beispiel. Segregiert, das wissen Sie vielleicht aus dem Hintergrund. Wenn ich da in Dresden bin, habe ich nicht diesen Eindruck. Es ist eine wohlhabende, eigentlich eine Stadt, die längst ihren Platz wiedergefunden hat. Das heißt also, natürlich sind die Sächsen grundsätzlich der Auffassung historisch, dass sie da, wo sie sind, ist von und der Rest, selbst die Bayern, sind hinter ihnen. Ja? Und solange sie das nicht erzielt haben, höchstwahrscheinlich werden sie auch rackern, machen und so weiter. Nur die Frage, in welche Richtung das geht. Trotzdem, ich muss jetzt an dieser Stelle mal einhaken. Sie hatten am Anfang diese These vertreten, die bin ich auch großer Anhänger davon und vertrete die auch. Es sind die klugen, gebildeten Frauen, die weggegangen sind, die uns fehlen einfach. Die jetzt in München sind, in Stuttgart sind, die dort längst ihren Platz gefunden haben, Kinder gekriegt haben, nie wieder zurückkommen. Das ist ja vollkommen, sind ja nicht doof. Die wollen ja nicht mit Cousin und noch einem Cousin sitzen irgendwo, der Bierbüchsen trinken sie nicht mehr, aber irgendwas, Jogginghose tragen sie immer noch. Das heißt also, die wollen ja gar nicht mehr da zurück. Du merkst ja auch diese Unterschiede in der Psychologie. Müssen wir jetzt sagen, ja, Pech gehabt, ihr wohnt im Osten, schreiben wir es doch ab, ja, wo auch immer hin.
Vielleicht darf ich mal, ich habe mir einen Grundsatz auf den Schreibtisch gelegt, der heißt, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann mach es größer. Will damit sagen, lass den Tunnelblick beiseite und stell es in einen größeren Kontext. Also kontextualisiere es in größeren Zusammenhängen. Das hilft manchmal sozusagen zur Entspannung, wenn man sich zu stark anspannt. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern weltweit in einer Umbruchphase sind, die, wenn ich mich mal erkühnen darf, Ähnlichkeiten hat zum Beispiel mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Das heißt, viele Gewissheiten, die noch vor wenigen Jahrzehnten galten, gerade noch bis in der Zeit des Kalten Krieges, viele Gewissheiten, die bis dahin galten, gelten plötzlich weltweit nicht mehr. Also ich könnte beim Klimawandel anfangen und beim Neoliberalismus aufhören, bei zusammenbrechenden Staaten anfangen, bei der Migration, die weltweit über 70 Millionen jetzt wohl liegt, aufhören. Das heißt, es gibt viele Verunsicherungsfaktoren, die in der Summe schon heftig sind. Und dass die Erde eine, wenn Sie mir die Ironie gestatten, dass die Erde eine Scheibe ist, keine Scheibe ist, das brauchte 120 Jahre, bis es sich in Europa rumgesprochen hatte. So lange Zeit hatten die Menschen damals, um mit diesem schweren Einschnitt in ihr Weltbild damit zurechtzukommen. Und dass Rom nicht das Zentrum der Kirche ist und dass die Sonne sich nicht um die Erde dreht. Das waren auch heftige Dinge damals. Heute werden wir konfrontiert, das ist alles nur eine Feststellung, keine Bewertung, quasi in Jetztzeit, mit Dingen, die in Buenos Aires passieren oder mit Dingen, die in Libyen passieren. Und das wird nach Hause frei Haus auf die Couch geliefert. Das heißt, viele Menschen, das ist nur kein deutsches oder österreichisches Spezifikum, werden täglich konfrontiert mit der unheimlich vielen Verwerfungen ihrer bisherigen Gewissheiten und suchen natürlich Sicherheiten. Das ist logisch. Sie suchen Begrenztheiten. Der Mensch braucht Begrenzungen, sonst kann er nicht leben. So, wo findet er die? Ja, die findet er entweder in einer großen intellektuellen Durchdringungstiefe, wenn er bis auf die Substanz der Veränderungen vorstößt. Das ist eine Frage von Bildung, von Humanität, von Sozialität. Wir bräuchten ein ganz anderes Bildungswesen, dass ich das bei dieser Gelegenheit mal bitte nicht vergessen habe zu sagen. Ich bin ein Feind, extra Seminar dann. Ein Feind von PISA. PISA hat unser Bildungsverständnis wirklich schwer bis hin zerstört. Oder? Die Begrenzungen werden geliefert von Parteien wie der AfD, die sagt, passt mal auf. Erstmal bauen wir die Angst noch größer auf. Die ist ja schon da, aber sie wird aufgeblasen. Also die wird nochmal richtig groß gemacht und dann wird geliefert, dass wir die AfD, diese Angst natürlich mit einfachen Mitteln, die sich gar nicht als realistisch darstellen lassen können, Rückkehr zum Nationalstaat, Rückkehr zu einem völkischen Verständnis, das tendenziell rassistisch ist, und dann wird die Begrenzung geliefert. Ich mache mal an dieser Stelle das, was man im Fußball sagt, eine Blutgrätsche. Bei Ihnen, Sie haben jetzt das 16., 17. Jahrhundert, das Anfang der 17. Jahrhundert bemüht. Wir haben ja in diesem Jahr viele Jubiläen. 18 ist ja jubiläumsträchtig und eines davon ist 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Das ist ja der erste große Krieg gewesen mit Verheerungen, Größenordnung. Wir sind ja davon sehr betroffen gewesen. 30% der Bevölkerung zum Teil übrig geblieben. Dieser Krieg begann in einer völligen, ruhigen, wohlhabenden, von Wachstum und Stetigkeit geprägten Landschaft. Das heißt, die Türken waren abgezogen, das erste Mal seit langem, weil sie in Persien zu tun hatten. Sie belagerten nicht mehr Wien, sie wollten auch nicht mehr nach Europa richtig rein. Das heißt, es war vorbei, es hat sich alles erholt. Und aus dieser Situation des Wohlstands, des Wohlergehens, begann der mörderischste Krieg, den man bis dahin gekannt hat. Sind wir zu wohlhabend? Sind wir zu fett geworden? Wenn ich jetzt sehe, wir verteidigen heute hier ein Häufchen der Gerechten, sozusagen die Demokratie. Man kann sich ja vorstellen, wenn das Thema Demokratie steht, müssten ja viele Leute da stehen. Ich habe das Gefühl, viele, viele, denen es gut geht, denen geht es am Hintern vorbei. Ist das ein Dilemma eher, dass wir nicht das Problem der 20% haben, sondern die 80%, die anderen, die nicht aktiviert sind, die keine Lust haben, die sagen, es geht doch auch so und was geht mich das an?
Herr Beustel? In Teilen würde ich der These schon zustimmen. Das ist ein bisschen spitz, weil über 80% der Bevölkerung zu reden ist immer ein bisschen schwierig, aber das ist schon auch mal okay für einen Moment. Ja, ich muss ja optimistisch bleiben. Aber eine gewisse Übersättigung oder Sättigung kann man schon beobachten. Das hat korreliert mit ein, zwei anderen Befunden, die ganz spannend sind. Revolutionen brechen zum Beispiel nicht in dem Moment aus, wenn es den Leuten am schlechtesten geht. Die brechen immer dann aus, wenn es den Leuten ein Stück besser geht. Also dann, wenn sie ein Zugeständnis bekommen und mehr erwarten, mehr erhoffen und mehr glauben, mehr kriegen zu können. Ich habe immer noch so eine These im Hinterkopf, die ich gerne mal wissenschaftlich belegen würde oder zumindest diskutieren würde. Wir leben jetzt ein bisschen weg von den historischen Bezügen. Wir leben in einer Zeit eines sehr individualisierten Konsums. Ja. Also die Leute da draußen kriegen angeblich über Algorithmen, das ist ein anderes Thema, aber kriegen sie die Produkte für sie zugeschnitten, die Werbung wird für sie zugeschnitten. Zumindest das Phantasma existiert, dass alles auf die Einzelwesen zugeschnitten ist. Ich habe jetzt nur so einen Verdacht im Kopf, was ist, wenn die Leute das auf den Politikbereich auch übertragen und jetzt glauben, okay, der ganze Markt und die Welt ist seit dem Neoliberalismus völlig vermarktlicht. Mhm. Der ganze Markt hat jetzt den Spin gekriegt, sich um mich persönlich und meine Belange und meine Bedürfnisse und meine Wünsche zu kümmern. Jetzt funktioniert Politik aber grundsätzlich anders. Da sind meine Belange irgendwie auch relevant, aber immer nur am Rande, weil wir müssen ja irgendwie Gemeinsamkeiten finden, wir müssen Koalitionen bilden, wir müssen uns irgendwie einigen, widerstreitende Positionen unter einen Hut bringen. Das geht möglicherweise nicht zusammen. Ich weiß nicht genau, ob man Menschen. Das Prinzip der Demokratie und der Markt gehen doch nicht so richtig zusammen. Das funktioniert nicht. Vor allem dann, wenn der Markt sozusagen immer den Leuten vorgaukelt, dass er für sie. Ne? Ich erinnere mich gerade an diese Bankwerbung, unterm Strich zähle ich. Die fand ich sozusagen das i-Tüpfelchen auf die ganze Diskussion. Sei egoistisch, wir machen das für dich. Wir machen ja, Geiz ist geil, war vorher. Okay, meine Herren, bevor Nike so macht meinen Schuh. Schelte. Möchte jemand eine Frage stellen? Das war ein kleiner Überfall von mir, ich sehe es ein. Ja, die Dame im... Ich glaube, dass ein Grund dafür ist, für das, was Sie alles jetzt beschrieben haben, für diese Misere, in der wir uns befinden, dass ein ganz großer Werteverlust bei den Menschen, bei ganz vielen Menschen da ist. Sie haben es eben beschrieben. Es geht Konsum, 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 Konsum. Es ist ein Wahnsinn mit diesem Konsum. Auf der anderen Seite wird, dieses ganze Plastikzeug und die Meere und die Meere. Und es werden immer mehr Kreuzfahrtschiffe gebaut. Und die machen den ganzen Mist in die Meere rein. Und die gleichen Menschen, die dafür kämpfen, die setzen sich auf das Schiff und fahren damit rum. Wie kann man denn überhaupt, und das wäre eine Frage der Bildung der Menschen, da bin ich Ihnen sehr nahe, wie kann man die Menschen wieder dazu bringen, dass sie sich auf Wesentliches beschränken in ihrem Leben? Und das ist eine Frage der Bildung und der Schulbildung von Anfang an. Was ist wesentlich? Ehrlichkeit zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen Studenten mal gesagt habe, egal ob sie einen Lippenstift klauen oder ein Auto, geklaut ist geklaut. Und das ist nach der Wende gewesen. Das haben die nicht so richtig begriffen. Dass Diebstahl Diebstahl ist. Und so dieses Besinnen wieder auf grundsätzliche Werte. Ist das, meine Herren, wir haben ja die Frage höchstwahrscheinlich an beide, ja? Beide Richtungen, ja, sehr unterschiedlich dargestellt von Ihnen, finde ich übrigens hochinteressant. Mal stimme ich dem einen zu, mal dem anderen. Und das ist für mich eine gut, so soll es in einer Diskussion vielleicht auch sein, dass man nicht vorher gleich nur... Mit einem. Dankeschön. Trotzdem, meine Herren, jetzt die Frage, dass da einfach Wesentliches verloren gegangen ist. Und das betrifft ja dann tatsächlich nicht nur den Osten, vielleicht durch die Umwertung vieler Dinge natürlich, wie ihn besonders empfindlich reagierend, der Osten, auf solche Sachen. Weil natürlich hier schon einmal was zusammengebrochen ist. Gestern galt das, heute gilt das, morgen vielleicht. Der eine oder andere hat vielleicht noch eine DDR-Fahne auf dem Boden liegen, sagt, vielleicht kommt es nochmal anders. Also das heißt also irgendwo diese Situation... Werte, ist das etwas, was wir uns von der Kaffee runter anfordern können? Also möglicherweise sind wir an der Stelle wirklich an der wichtigsten Stelle angekommen in der Diskussion oder zumindest an der, die auf gar keinen Fall ausgelassen werden darf. Ich bin ein Anhänger des Satzes von Ernst Wolfgang Böckenförde, des ehemaligen Bundesverfassungsgerichtes, der in ganz anderem Kontext gesprochen worden ist. Ich habe den aber mal ich habe ihn so verstanden. Böckenförde hat gesagt, googeln Sie Böckenförde-Diktum, großartig. Er hat gesagt, der demokratische Staat steht auf Grundlagen, die er selbst nicht garantieren kann. Das heißt, nach meiner Interpretation,
im Vorpolitischen oder im Basalen, was mit Politik und freiheitlich-demokratischer Grundordnung erstmal noch gar nichts zu tun hat, ist eine Basis des Zusammenhaltes der Gesellschaft und ethisch-geistige Grundlagen zu legen. Und wenn die sozusagen wegbrechen, dann von unten her wegbrechen, sozusagen, da steht das Gebäude des Staates zwar noch ein ganzes Weilchen, aber von unten ist es ausgehöhlt und irgendwann bricht es zusammen. Und dort haben wir das Problem. Wir haben nicht ein Problem unserer gesellschaftlichen Ordnung, die ist in Ordnung, sondern die Basis dieser Ordnung, die die Gesellschaft immer wieder neu legen muss, die ist sozusagen brüchig geworden. Das ist auch eine Frage von Werten. Wo holen wir uns die Werte? Die Werte holen wir uns nicht von der Stange. Die Werte werden auch nicht mit dem Nürnberger Trichter eingetrichtert. Das ist eben genau die falsche Variante. Und manchmal kann ich diese Wertedebatte auch genau aus dem Grunde schon gar nicht mehr hören, weil sie den Eindruck erweckt, als müsste man die jetzt irgendwo einkaufen gehen oder appellativ oder deklaratorisch bei sozusagen. IKEA holen. Bei IKEA ja. Zum Beispiel. Nein, die Werte stecken in uns. Also gehen wir doch mal zurück auf Los unserer demokratischen Überlegungen. Von mir aus können Sie Sokrates, Platon oder Aristoteles bemühen. Der sagt, die Glückseligkeit des Menschen, die Eudaimonia, die Glückseligkeit des Menschen besteht darin, dass er mit seinem Kopf selber erkennt, was wahr ist und was richtig und was schön und was gut ist. Also nicht eine Negativdebatte müssten wir führen, sondern eine Positivdebatte. Du wirst glücklicher werden als Mensch. Du wirst mehr von deinem Leben haben. Du wirst vielleicht auch ruhiger werden, wenn du sozusagen nicht dich auf die äußeren Dinge beschränkst, sondern innerlich Wahrheit, Schönheit, Güte, Freiheit, Gerechtigkeit, also die üblichen Dinge. Dort müssten wir ansetzen, das steckt in uns drin. Das ist meine These, ich habe ein optimistisches, positives Menschenbild. Nur unser Bildungssystem und auch unser Kultursystem in weiten Teilen meint, es müsse das in die Menschen reinstecken, reinpflanzen, administrieren, deklarieren, appellativ machen. Nein, die Methoden, auch die pädagogischen Methoden, können wir jetzt Reformpädagogik diskutieren, die sind eigentlich alle da, die sind alle bekannt. Offene Foren, in denen Menschen sich selbst entdecken, entfalten, emanzipieren, das wäre eine der ideale Weg, Gesellschaft. Der Weg dahin. Ich muss mal dazwischen fahren. Herr Feustel, trotzdem noch mal eine Zusatzfrage reicht noch dazwischen. Sag ich mal, Werte. Sie haben sich ja als Merkel-Anhänger, geben Sie es zu, Taz-Autor und Merkel-Anhänger geoutet. Also mit Sicherheit hat sie in Panama kein Konto. Höchstwahrscheinlich nicht mal in der Schweiz. Als Konsument voller Ausfall, diese Hosenanzüge, ich meine, ja, ich sage mal, ein Schrank voll und das war's. Ja, also was hat sie noch? Zwei Taschen hat sie, glaube ich, noch. Eine mehr vielleicht als Margaret Thatcher, aber auch nicht, also nicht wirklich. Also diese Taschen, um die beneidet sie keiner. Sie hat irgendeine Datsche in der Brandenburger Pampa, um die sie doch kein vernünftiger Mensch beneidet. Ja, das ist ja fast wie dieses Wandlitz, wenn Sie mal da hinkommen und diese Häuschen da anschauen, wo das sozusagen das Ghetto war, wo die Herrschaften sagen, wo man sagt, Gottes Willen. Und das war jetzt das, was sozusagen die Macht repräsentierte und erstrebte. Das heißt, an der Spitze dieses Landes steht ja jemand, der nicht aufgeregt ist, der viele Diskussionen da vorbeilaufen lässt, weil viel zu aufgeregt geführt, viel zu polemisch das Ganze. Also genau das Gegenteil. In Werten arbeitend vorlebt und ist die höchstwahrscheinlich in der Politik im Augenblick die meistgehasste Frau in diesem Land. Das heißt, die Leute wollen keine Werte, oder? So verhasst ist sie gar nicht, man täuscht sich da. Das hat mit dem Medienspin zu tun, dass sozusagen die Merkel-Hasser so viel Repräsentation in den Medien finden. Also ich glaube, so ganz stimmt das gar nicht. Aber es stimmt schon, also um auf den Punkt zu kommen, Merkel repräsentiert schon so das, was man in der Theorie Postpolitik nennt, also Politik als gute Verwaltung, als runtergekochte sachliche Verwaltung, der die Emotionen abgehen. Das repräsentiert sich schon, das war auch jahrelang so eine Art Challenger, das war sozusagen das, was Leute, die politisch interessiert sind, irgendwie auch nicht gut fanden, Linke schon gar nicht. Mittlerweile freut man sich darüber, weil die Gefahr von ganz woanders kommt und man dann Merkel sozusagen schon wieder gut findet. Wenn ich den Merz sehe, finde ich Merkel auf einmal gut, pfui, das ist wirklich schräg. Ja, schauen Sie mal in Argentinien gerade, es brennt die Hütte in Europa, also bei den Russen und Ukrainern, es traut sich keiner von den Männern dahin nach Moskau und alle sagen, Merkel, sprich du doch bitte mit Vladi. Ich würde gerne noch mal auf die Werte zurückkommen, weil ich habe dann doch mal einen gewissen Dissens mit Herrn Richter, der ja auch ein bisschen eine Rolle spielen soll. Einerseits würde ich bestreiten, dass die Strukturen in diesem Land so ohne weiteres stimmen.
Da gibt es eine ganze Menge an Sachen, die schief liegen. Da gibt es sehr viel Lobbyarbeit, die sehr schwierig ist. Das kann man personell nachvollziehen, welche Akteure von der Autolobby in die Regierung und zurückspringen. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Da gibt es ganz viele Sachen, die einfach blockiert werden, die nicht mehr funktionieren. Da gibt es politische Entscheidungen, die, wenn man sie im Bund nicht durchbringt, werden sie an die EU ausgelagert. Dann wird dort das durchgesetzt, wo der Bundestag möglicherweise nicht zustimmt. Also da gibt es einige Schieflagen im Korsett. Aber ich möchte gerne noch zwei Dinge sagen. Das eine, ich bin völlig bei Ihnen, der Fetischcharakter der Ware hat das Marx genannt. Ich will jetzt nicht mich als Marx-Jünger outen, aber an dem Punkt ist er ziemlich nah. Ein guter Programm, also ja, da ist. Das können Sie hier ganz locker machen. Der war noch nicht hier. An dem Punkt ist bin ich ziemlich nah bei ihm, an vielen anderen Stellen eher nicht. Widerstand würde ich gerne, oder anders, dieser Fetischcharakter, der hat sich ja sogar noch, weil Sie das Ökologieproblem aufgerufen haben, in die Ökologie selbst eingetragen. Jetzt fangen die Leute an, ökologisch zu konsumieren und verstehen aber nicht, dass das ökologische Problem der Konsum selbst ist und nicht die Frage, was ich konsumiere oder das nur am Rande. Das nennt man übrigens Low-Has, Lifestyle of Health and Sustainability. Also so ein Lebensstil von Gesundheit und Nachhaltigkeit. Dann fahren Leute mit dem SUV rum, der aber akkubetrieben ist. Ökologisch eine Frechheit, aber es fühlt sich total gesund und gut an. Ist aber Quatsch. Ja. Und noch zwei kurze Punkte. Ethik, also wenn es um Werte geht, was Sie an Werten bringen, Herr Richter, das ist Ihr Thema. Ich würde sagen, ich bin schon zufrieden, wenn Leute mit einer Art Selbstbeschränkung wieder durch die Welt gehen. Also ganz einfach mit dem Punkt zu sagen, was kann ich überhaupt wissen? Ja, da haben wir auch keinen Dissens. Was kann ich wissen? Worüber kann ich urteilen? Also kenne ich den anderen? Weiß ich, dass es ein Geflüchteter ist? Weiß ich, dass es ein Terrorist ist? Was weiß ich von dem anderen überhaupt? Wir wären schon unfassbar viel weiter, wenn die Leute einfach diese einfache Selbstbeschränkung mitmachen, zu sagen, was weiß ich vom anderen? Was kann ich von ihm wissen oder von ihr? Und was nicht? Und da wird man ganz schnell ganz defensiv und müsste ganz oft ganz lange nachfragen, was eigentlich hier los ist und wer ist. Und noch ein letzter Punkt, wo ich Ihnen wirklich widersprechen möchte, das muss jetzt sein, ist der Punkt des Zusammenhalts. Ich werde an der Uni Jena über ein Projekt finanziert, was Zusammenhalt auch fördern soll. Ich verstehe den ganzen Zusammenhaltsappell nicht. Weil warum soll ich mit Leuten zusammenhalten? Es geht um Respekt, um Anstand und um Zurückhaltung, aber ich möchte mit Pegidianern nicht zusammenhalten müssen. Und diese ganze Zusammenhaltsmetapher spielt immer damit, dass wir Deutschen zusammenhalten gegen irgendwen, sonst macht es ja keinen Sinn. Eine aufgeklärte demokratische Welt, die sozusagen auch in der Tradition der Aufklärung steht, die lebt nicht vom Zusammenhalt, die lebt vom Respekt und von der Zurückhaltung. Okay, gibt es noch Fragen, unabhängig davon, was wir jetzt noch sagen? Da gibt es noch eine zweite Frage. Wir sparen uns mal die Antwort auf. Oder ein Satz? Nein, Selbstbeschränkung hat er mich jetzt gerade gelehrt. Ich vermute, wäre schön, wenn Sie sich vorstellen, was Sie machen und die Kamera schwenkt. Im Nägeln Paritätischer Landesverband. Ich höre Ihnen gerne zu, Herr Fäuste, Herr Richter. Es sind viele tolle Sachen dabei, die mich auch inspirieren, meine tägliche Arbeit als Sozialpädagoge mit an den Mann, an die Frau zu bringen. Ich will ein bisschen Schärfe reinbringen. Die Veranstaltung heute hieß für mich Herausforderung Populismus. Jetzt ist es so, Ihre Erklärungsroutinen, die ich eigentlich gut finde, die dauern natürlich auch, bis die Leute verstanden haben, was es geht und was wir tun müssen, dass wir die Werte auch tatsächlich hochhalten müssen. Leider kommt der Alltag rein, wo Wahlen anstehen, wo Dinge anstehen, wo immer noch auf der Straße, also der paritätische Duktus im Positionsverkehr heißt nicht mehr salonfähig, sondern straßenfähig. Es kursiert Antisemitismus, es kursiert Rassismus, wir haben Diskriminierung von Behinderten, wir haben Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Und das hält Ihre Erklärungen halten das nicht gerade auf. Was muss passieren, damit wir bei den nächsten Wahlen nicht, ich benutze Ihr Wort, Herr Richter, in ein Dilemma kommen? Oder jetzt mal eine ganz steile These, ich stehe nicht völlig dahinter, ist es vielleicht gut, mal in ein Dilemma zu kommen? Dass man sagen, lass die sich doch mal entzaubern. Das war schon einmal in der deutschen Geschichte, in den 30er Jahren, die These. Wir werden sie an die Wand drücken. Man sollte vorsichtig damit sein. Wir werden sie an die Wand drücken, okay. Bis sie quietschen. Das ist der Spruch der Zentrumspartei gewesen. Papendorf, wer war es genau? Ich habe es vergessen, das gab es schon mal. Die Vorstellung, lass den Hitler mal machen, der wird sich entzaubern, gab es schon mal, das geht schief. Ich weiß, dass Sie die These nur halbherzig oder sozusagen als Provokation in die Runde gegeben haben. Sie stellen natürlich das ganz große Problem auf, zu sagen, was machen wir, es ist bloß noch nicht mal mehr ein Jahr bis dahin. Und wir haben sehr realistische, sehr konkrete Probleme mit sehr aggressiven Menschen. Da würde ich, weiß nicht, ob der Richter da eine bessere Idee hat, ich weiß auch nicht, wie es auf die Schnelle gehen soll.
Der einzige Appell, den ich an der Stelle habe, ist, ein Stück weit ist dann die Veranstaltung auch falsch gewählt, keine Kritik an den Veranstaltern. Andere Themen, sozialpolitische Themen, sich nicht immer nur um die kümmern, sondern alle anderen adressieren, die noch nicht dort sind. Es gibt einen Haufen Leute, die nicht unbedingt rechts wählen, man kann es ausrechnen, es sind am Ende 80% auch in Thüringen, die bisher oder knapp, ja, die nicht rechts gewählt haben. Ich würde es gerne mal erleben, dass irgendeine dieser Parteien im bundesweiten Parteienspektrum sich mich adressiert. Ja, bis zur Linkspartei schafft das keine von denen, weil die haben diese Wagenknecht, die ist furchtbar. Es gibt auch noch andere Dinge in der Linkspartei, die furchtbar sind. Aber alle anderen Parteien schaffen es nicht, mich anzusprechen. Ich bin auch ein Wähler. Keine dieser Parteien ist jemals beschäftigt. Aber haben Sie nicht eine eigene Verantwortung? Ich meine, jetzt Wagenknecht hin, Wagenknecht her. Also bei den Grünen finde ich ein paar sympathisch. Einige würde ich sagen, oh. Sag ich mal, was bei der CDU jetzt läuft, sehr merkwürdig. Ja, also der Mann der Hochfinanz ist der Retter, ja? Also der Mann neoliberal schlechthin, nachdem uns das der Neoliberalismus eingebrockt hat. Seltsam, was die da machen, ja? Und die anderen siechen so dahin, vor sich hin, einfach so, ja? Also so. Das heißt also, habe ich nicht als Bürger und als Wähler eine eigene Verantwortung zu sagen, ich mache jetzt mal keinen Blödsinn und gehe nicht nach der Nase und nach dem, was im Fernsehen gesagt worden ist, sondern ich versuche mal selbst zu überlegen. Fehlt das vielleicht in dieser Landschaft, dass die Leute auch Verantwortung übernehmen für ihre eigene Stimme? Das viele. Das auf jeden Fall. Ich meine, nicht nur weil mich keine Partei anspricht, wähle ich noch lange nicht die AfD. Das ist kein Automatismus. Aber sozusagen eine inhaltliche Schärfe in die Parteienlandschaft reinzukriegen, die, also wenn die SPD mal ernsthaft wieder anfangen würde, mit bisschen Substanz sozialdemokratische Politik zu machen, dann wäre sie für mich sogar wählbar. Sie macht es aber nicht. Sie schwimmt im neoliberalen Brei mit, den sie selbst erfunden hat mit Schröder. Die Grünen machen ein bisschen Umweltpolitik. Okay, ja. Das wirkt gerade ein bisschen sexy. Mich hält zwar auch nicht auf dem Platz, aber Herr Richter wollte auch was dazu mal sagen. Mal substanzielle Alternativen anzubieten, die nicht alle immer sozusagen die gleiche Würze wieder reingeben wollen, das wäre auch schon was. Das Dilemma, von dem ich gesprochen hatte, das war nicht das, von dem Sie gesprochen haben. Also das Dilemma ist ein Lernort. Ich komme sehr aus der Pädagogik und ich halte den für einen ganz ausgezeichneten Lernort. In keiner Situation lernen Menschen so schnell und so gründlich wie dann, wenn sie sich in einem Dilemma befinden. Weil dann müssen sie sich sozusagen zwangsweise Rechenschaft ablegen über die Wertorientierungen, die sie haben. Also das ist aber jetzt nicht mehr dran. Jetzt haben wir nicht ein Dilemma, jetzt haben wir ein Problem. Ein richtig hartes politisches Problem. Nächstes Jahr sind Wahlen und ich möchte in Sachsen nicht erleben, einen AfD-Kultusminister, einen AfD-Innenminister. Ich will alles dafür tun, dass das nicht passiert. So. Ich habe es in Meißen versucht. Und ich habe am Ende, Meißen war vorher eine AfD-Hochburg. Dort waren 32% bei der Bundestagswahl AfD-Stimmen, mehr als für die CDU. Der CDU-Direktkandidat Thomas de Maizière, nun auch nicht für linksautonomes Denken bekannt, hat dort ganz knapp gewonnen vor dem AfD-Kandidaten. So, Meißen war eine AfD-Hochburg. Wir haben dort mit den Unterstützern, ich will mich da selber gar nicht so sehr nach vorne stellen, 4 Monate lang intensiven Basiswahlkampf gemacht. Aber wirklich vom Feinsten. Von A bis Z. Ich habe mich also bis in die letzten kommunalpolitischen Kleinigkeiten reingearbeitet. Am Ende fehlten mir 97 Stimmen. Das heißt, ich will ruhig mal sagen, es geht. Es ist jetzt die Stunde der Demokraten. Und jetzt muss richtig gearbeitet werden. Und die Arroganz denen gegenüber, die nicht wählen gehen, weil die möglicherweise sowieso keine Ahnung haben oder sich als Abgehängte gebärden oder wie auch immer und denen das zu unterstellen, die muss weg. Wir müssen wirklich ran an die Basis und zwar mit voller Power. Eine andere Variante sehe ich nicht. Und gleichwohl bleibt das Riesenproblem, das hatten wir auch in Meißen, ich hätte verzweifeln können. 4 Monate lang 5 Kandidaten Basiswahlkampf, am Ende gehen 49% der Bürger wählen. Das heißt, wir haben gesagt, was wollen wir euch denn noch tun, dass ihr Sonntag mal den Hintern hochbekommt? Jetzt habt ihr noch 4 Gesichter, da braucht ihr nicht viel nachdenken. Guckt euch die 4 Kerle an, wer ist der Sympathischste und geht hin. Ihr braucht nur hinter einen ein Kreuzen. Was ist da passiert? Der Hauptgegner ist Apathie. Politikverdrossenheit ist schon gar nicht mehr das richtige Wort. Apathie, Distanz, völliger Vertrauensverlust dieser gesellschaftlichen und politischen Ordnung gegenüber. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Oder vielleicht überhaupt erst gewinnen, dass diese Ordnung... Ist das eine Frage Ordnung, des Vertrauens oder ist es nicht eine Trägheit der Leute, die sagen, mir geht's gut, der Rest interessiert mich diejenigen, nicht? Lassen Sie mich das kurz sagen, Herr Lochthofen, die ich dort, mit denen ich zu tun hatte, bei denen waren es nicht die
trägen und nicht die saturierten, sondern die prekären. Und über die sind wir am Anfang des Gesprächs ein bisschen schnell hinweggegangen. Die gibt es. Manchmal kulminiert das in bestimmten Stadtteilen besonders intensiv. Und schauen Sie hin, genau dort kriegt die AfD dann auch ihre Stimmen, wenn sie überhaupt welche, wenn die überhaupt wählen gehen. Das heißt, es ist tatsächlich eine intensive Anstrengung aller demokratischen Kräfte in den nächsten Monaten in diesem Lande möglich. Da müssen wir auf die Straße straßenfähig werden. Von Ihnen kommt das Wort Perspektivwechsel vornehmen und sich dieses Land mal von ganz unten anschauen. Ich bin jetzt gerade arbeitslos. Wissen Sie, weil wurde ja nichts. Ich habe jetzt mal das Arbeitsamt, die Bundesagentur für Arbeit in ihrer gesamten Schönheit mal so erlebt. Muss sich keiner Sorgen um mich machen. Ich habe ein bisschen was auf der Kante. Aber das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ich brauchte erst mal 3 Nummern, bevor ich überhaupt irgendjemand sich mit mir abgegeben hat. Persönlich hat sich mir überhaupt noch gar niemand abgegeben. Ich bin vor allen Dingen jetzt nach den Monaten, die der Vorfall schon zurückliegt, erstmal im System. Ich musste ins System, in das bundesdeutsche System. Und glauben Sie nicht, dass mir irgendjemand, ich spitze mal ein bisschen zu, Sie sind schwer vermittelbar, mal ins Gesicht geschaut hätte. Die haben alle in ihren Monitor geschaut und haben mit dem System genauso gekämpft, wie ich mit dem System kämpfe. Da fehlt es, entschuldigen Sie, wenn ich es zuspitze, wirklich an ganz basalen, zwischenmenschlichen, kulturellen Umgangsformen, wo Menschen Vertrauen gewinnen und sagen, ja, dieser Staat hat irgendwie was mit mir als Fritz Müller zu tun. Und da ist auch auf der anderen Seite des Schreibtisches auch ein Mensch, der heißt vielleicht auch Fritz Müller und der will wirklich was mit mir zu tun haben. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Lösung unseres Problems, aber es ist ohne diese Lösung werden wir die anderen Probleme wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Herr Feustel, Sie haben das Schlusswort, da sind noch 2 Minuten, die Veranstalter haben uns einen klaren Rahmen gesetzt. Sie geben uns noch 5 Minuten dazu vielleicht, aber denen ist noch eine Frage, die wollen wir auch beantworten. Ich spitze ganz, ganz derbe zu, wenn die SPD den Leuten in Meißen ernsthaft und überzeugend klar machen würde, dass sie die Agenda 2010 zurücknimmt und dieses Art Regime abschafft und sozialpolitische Verbesserungen auslässt, würden die Leute auch einen Arsch hochkriegen, es glaubt ihnen aber keiner mehr. Also nein, die SPD kann erzählen, was sie will, das glaubt ihnen keiner mehr. Ich bin jetzt kein Parteigänger, da bin ich auch zu alt dafür, aber ich sage jetzt mal, es gibt keine Dankbarkeit an dieser Stelle. Die SPD hat durchgesetzt, dass der Mindestlohn eingeführt wird. Von dem profitiert der Osten, die Prekären im Osten, weit mehr als alle anderen in dieser Bundesrepublik. Es hat sich keiner bei ihr bedankt, sondern beim nächsten Mal sie nicht gewählt. Das sehe ich ein. Das heißt also, die Vorstellung, dass man Gutes tut und Gutes zurückhält, ist eine... Die hatte ich auch in jungen Jahren, wo ich so jung war wie Sie. Heute bin ich skeptisch, obwohl ich grundsätzlich ein Optimist bin. Aber ich bin inzwischen skeptischer. Ja gut, es war hoffentlich für Sie kein verlorener Abend. Wir sind eigentlich rund durch das Thema geritten. Wie gesagt, die Fakten, das Internet spielt auch zunehmend eine Rolle. Früher gab es in jedem Dorf einen Dorftrottel, der hat erzählt irgendwas, hat aber keiner zugehört. Heute vernetzen die sich und sind eine Macht in gewisser Weise. Ja. Treffen sich auf dem Alten Markt in Dresden oder auf dem Domplatz in Erfurt. Ja. Das hat sich geändert, da müssen wir auch darauf reagieren, sind wir zu langsam. Aber das ist vielleicht dann noch ein anderes Seminar. Sie haben ja noch Workshops anschließend, dann kann man ja noch das eine oder andere diskutieren. Und ich gehe mal davon aus, eine Frage, die hier in großer Runde vielleicht nicht gestellt wird, kann ja dort gestellt und gemeinsam diskutiert werden. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und auch für Zuhören. Ich hatte das Gefühl, geschlafen hat niemand. Schönen Abend noch.